Und im letzten Selbstgespräch sage ich, du bist mächtiger wie jeder ausgedachte Gott, weil du nämlich diese ausgedachten Gott erschaffst. Und der Schöpfer von etwas ist immer mächtiger wie das, was erschaffen wird. In dem Wort erschaffen sind die Affen mit drin. Ist nicht die ganze Menschheit, die von dir erschaffen wird, sind es jetzt so, wie du dir die ausdenkst, nur Affen? Das sind doch nur Affen. Bei einer Definition. Sterbliche Säugetiere. Ja, auf irgendeinen Gedanken von dir davon überzeugen zu wollen, ihn klar zu machen, dass er nur deshalb ist, weil du in dir jetzt denkst. Dann bist du ein Schwuppler, dann bist du, das ist der Wahn, den ich dir zurzeit einspiele und dir spiele ich nur deine Traumwelt ein. Also glaub ja nicht, dass hier diese Pixelmännchen irgendwas von deiner Traumwelt wissen, von deinen Gedanken wissen. Kein einziger. Ich könnte jetzt sagen, jeder von den Pixelmännchen hat seine eigene Traumwelt. Nein, ein Gedanke hat keine eigene Traumwelt. Er ist eine kleine Facette aus einer Traumwelt. Und es ist immer dasselbe, im Meer derselbe Geist. Das ist der vom Bücherregal. Und zu anderen, zu unterschiedlichen, wird er erst je nachdem, welches Programm er in sich laufen lässt. Aus dem großen Bücherregal von Programmen. Aber dieses Bücherregal wieder ist eine offene Welt und jetzt können wir in der Computertechnik das Ganze in einem Multiplayer-Modus sehen, weil jeder Spieler aus demselben Konstruktprogramm sich komplett andere Bilder herausholt. Je nach in der Esse. So einfach funktioniert das. Also es bleibt was Intimes, wie ich das sage. Du musst da keinen, du kannst nirgends eintreten, nirgends austreten, du spielst dein Leben, du bist Liebe und immer daran denken, diese Sätze von mir, sorge dich nicht um morgen, liebe deine Feinde, das Ra, Ra, was ja das nicht nur das Böse, Schlechte ist, sondern auch der Nächste und der Freund, liebe deine Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde, dieses Wort Feind und der Nächste ist im Hebräisch geschrieben dasselbe Wort, es wird nur anders ausgesprochen. Zwei Seiten. Aber das erkläre ich immer und immer wieder, was so eine interessantere Frage ist, die du dir selbst stellen sollst. Wieso vergesse ich das immer wieder? Von einer Sekunde auf die andere. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt sehr aufmerksam zuhörst, du sitzt und du bemühst dich wirklich, das zu verstehen, und dann klingelt das Telefon. Dann wirst du merken, es funktioniert schon wieder. Klingelingeling, Reizauslöser, wer ruft mich jetzt an? Dann gehst du ans Telefon, dann ist das Telefon immer nur jetzt. Für einen Moment da, du hältst es ans Ohr. Dann hörst du, hallo, ich bin's, und du denkst an einen ganz bestimmten Menschen, obwohl er nicht einmal seinen Namen gesagt hat. Das alles erklärt die Physik mit den Oberwellen, wie Geräusche entstehen, das sind aber nur symbolische Erkenntnisse. Ein ständiger Wechsel im ewigen Hier und Jetzt. Und wenn du die nächsten Ebenen, das sind Lebensmenschen, sind Lebensabschnittsgefährten, wie in Geschichten, wie ein Schauspieler, der so und so viele Rollen gespielt hat, wenn du jetzt einmal hier einmal das Rollenbuch jetzt rede ich wieder bröselig, du gehst und wir rufen mal irgendeinen Schauspieler auf und dann schaust du, welche Filme er gedreht hat, wo er mitgespielt hat. Das sind ja oft riesenlange Listen. Und das sind immer unterschiedliche Geschichten, das ist immer derselbe Geist. Und genauso musst du dir das vorstellen, wenn du ich bist. Ich habe so unendlich für dein Leben gespielt. Darum kennt ein Einstein, was der gedacht hat, ein Max Planck, all das ganze Zeug, das sind kleine Bastelstückchen an Erkenntnissen, die zum heiligen Ganzen gehören. Auch jetzt deine jetzige Rolle, die ich spiele. Das ist dieses, der vom Bücherregal wird ja, er ist jeder Leser. Das ist diese Trennung dafür, ich muss mal verstanden haben. Das ist ein ganz neuer Ansatz und erzeugt ein vollkommen neues Weltbild und diesen Traum kannst du nur auf eine Möglichkeit verlassen, du musst wach werden. Aber da muss dir klar sein, dass alles in einem Punkt für einen Moment zusammenfällt. Das ist wie wenn ich jetzt hier ein laufendes Spiel auf dem Computer ausschalte und dann mehr oder weniger diese Datei, dieses Leben aus dem Arbeitsspeicher raus tue. Und solange im Arbeitsspeicher nichts drin ist, fällst du in das Null zusammen und dann laden wir ein neues Spiel, ein neues Leben in den Arbeitsspeicher und dann fahren wir wieder hoch. Und wirklich gelernt hast du, wenn das vollkommen neu ist, dann bist du eine andere Person. Und der Unterschied besteht jetzt, wo ich sage, eine unbewusste Inkarnation und eine Wiederauferstehung. Zu Fleisch, Inkarnatio, zu Fleisch werden. Das ist das große Problem. Bewusst auferstehen ist ein Schauspieler, der auf die Bühne geht, wird nie vergessen, wer er ist. Du hast es vergessen. Du hast es komplett vergessen. Und selbst wenn ich dich darauf hinweise, wirst du es nicht wahrhaben. Man hat immer wieder den Zweifel, man will einen Beweis. Und für dich
Und jetzt kommt das Problem deiner Logik. Wird nur das richtig erscheinen, wo deine Logik sagt, das ist richtig. Du hörst auf das Geschwätz vom Zweiten. 99,999% der Sachen, der Behauptungen, die in dir auftauchen, die dir als hundertprozentig logisch erscheinen, weil du so programmiert bist, so eine fehlerhafte Logik hast, mach dir bewusst, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wo kommst du her? Ich sage immer dieselben Sätze. Ich rede jetzt mit deinem Geist. Ich frage dich, Geist, wo du herkommst. Meinst du, das ist sinnvoll, wenn ich jetzt sage, was ist das für eine blöde Frage, ich wurde von meiner Mutter geboren? Kannst du es beschwören? Ich fordere nur die Disziplin. Kannst du das beschwören, was du glaubst? Und du wirst feststellen, dann ist nahezu alles weg, was du bisher geglaubt hast. Kannst du beschwören, dass der Jesus gekreuzigt wurde? Kannst du beschwören, dass es überhaupt einen Jesus gegeben hat? Es war in der Vergangenheit nie was. Du bist dann nicht in der Vergangenheit in die Schule gekommen. Du kannst dich jetzt erinnern, ein Erwachen in deinem Innern, hier und jetzt, de facto überprüfbar, dass du jetzt denkst, wie du in die Schule gekommen bist. Aber was weißt du noch davon? Kannst du noch Bilder aufrufen? Jetzt kommt der schöne Trick, das habe ich. Es war hundertprozentig sicher so, ich habe es vergessen. Mhm. Das ist interessant, ne? Das sind Sachen, man sich einredet, wo man hundertprozentig sicher ist, dass das so war, aber ich habe es vergessen. Das macht die Logik. Man konstruiert dann hoch, weil das alles so schön logisch ist, aber ich sage, es ist nicht geistreich. Und was Rechthabereien sind, jetzt in dem Wahnsinn, den du in deiner Welt hast, stimmt das oder stimmt das? Ich sage immer wieder, nur ist eine Welle ein Berg oder ein Dorn, dann ist das vom Tisch. Mein Henkelbeispiel. Ist sehr einfach und easy. Man müsste sich bloß darauf einlassen, aber das hängt von der geistigen Reife ab und diese geistige Reife suchst du dir nicht raus.